Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Chris Force Food Show. Ich hoffe, wenn das Video rauskommt, ist diese schreckliche Quarantäne rum. Ich kann es nicht mehr aushalten, hier endlich rauszukommen, beziehungsweise wir dürfen ja einkaufen. Danke dafür. Aber Freunde treffen, mit Freunden kochen, das, was man gerne macht mit der Familie. Ach, ich vermisse es schon so ein bisschen. Wenn ihr es auch macht, schreibt mir es mal in die Kommentare und abonniert mich und macht die Glocke an. Und jetzt geht's zum Video. So. Wie schon angekündigt, im Video letzte Woche mit der, was ist das denn hier, mit der leckeren Ente, mache ich heute einen leckeren Nachtisch. Und zwar, vielleicht sieht man es auch schon, wer gut aufpasst, mit einer Ananas. Und zwar dachte ich mir, Ananas vom Grill ist klasse, vom Rodizio kennt man es super. Und das muss ja auch im Sous-Vide-Garer gehen und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und habe eine Zeit und eine Temperatur bekommen und werde das Ganze jetzt ein bisschen noch aufpimpen mit den Ideen, die ich so habe, was passen könnte, beziehungsweise was ich auch immer mache, wenn ich es grille, beziehungsweise wenn ich es in der Pfanne im Winter dann schön anröste, um noch ein bisschen mehr Bums rauszubekommen und vor allem um die Säure um die Säure von der Ananas zu brechen. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Was brauchen wir dazu? Die Ananas, ein kleines bisschen Salz, dann, wo habe ich es? Hier, ein bisschen Zimt und, ja, wo ist er denn? Ihr seht, ich bin nicht wirklich gerade vorbereitet. Das ist so, wenn man halt ganz spontane Ideen hat, wie man sowas mal machen könnte. Und braunen Zucker. Und natürlich ein kleines Messer. Dann gehen wir mal zur Zubereitung. So, perfekt. Ananas. Oben abschneiden, unten abschneiden. Ja, da kann man noch ein bisschen mehr abschneiden. So. Oh, geil. Leute, das riecht herrlich. Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen. So, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt macht normalerweise. Ich habe das mal im, Gott, wo war das? Ich glaube, in irgendeinem Kaufhaus gesehen. Ich will jetzt hier keine Marken nennen, sonst heißt das hier gleich Werbung, bla bla. Jetzt schneiden wir das einmal vorsichtig ab an der Seite. Und ich möchte möglichst viele von diesen kleinen, ich habe keine Ahnung, was das ist, von diesen Einkerbungen weg haben. Weil das ist das, was meistens dann so ein bisschen auf der Zunge bitzelt. Und das mag ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht, deswegen wegschneiden. Ne? Könnt ihr jetzt natürlich auch so rauspopeln, aber ich schneide es einfach ein bisschen großzügiger weg. Und dann sollte das auch kein Problem sein. So, hier nochmal runter. Das sieht soweit gut aus. Flieg weg, Ananas. So, ich hoffe, ihr entschuldigt, meine Nase ist ein bisschen zu Allergiker, ja, kein Corona. So, dann wir gucken, hier ist die Mitte. Ich schieße noch ein bisschen rüber, dass ihr es besser seht. Die Mitte, wir versuchen jetzt so wenig wie möglich zu verschwenden, sprich, wir schneiden am Strunk entlang. Könnt ihr auch super testen, wenn ihr mit dem Fingernagel so ein bisschen drückt und da, wo es weich wird, da setzt man ein Messer an und schneiden möglichst gerade runter. Und somit haben wir dann einen kleinen netten Strunk. So, weg damit. Sehe ich gerade, hier ist noch was, das wollen wir auch nicht haben, das schneide ich auch mal weg. Ein bisschen großzügiger, nicht, dass das dann muffig schmeckt. Jetzt gucken wir mal, hat sie denn schon die richtige Süße? Hm. Oh. Geil. Aber wir wollen es ja im Sous-Vide machen. Also schneide ich gleich dicke, ne, immer etwa ungefähr ein, in meinem Fall Zeigefinger dicke Stücke.
Obwohl, wir können es eigentlich auch im Stück lassen. Das hebe ich mal zur Seite für mich jetzt. Und schneide das aber hier in gleichmäßige Stücke. Dann machen wir das wie beim Steak, dann tranchieren wir das quasi einmal runter. Hier dasselbe Spiel. So, naja, nicht gerade. Nicht schön, aber selten. So. Dann wie beim Fleisch. Nehme ich wirklich ein ganz, ganz kleines bisschen Zucker, Salz nur. Klappt übrigens bei Erdbeeren auch wunderbar. Machen wir auch nochmal von einer Seite, weil wir haben eine sehr wässrige Frucht, was ja Früchte meistens sind. Da brauchen wir nicht so viel. So, dann ganz leicht ein bisschen Zimt drüber regnen lassen oder schneien lassen. Ne? Aber wir haben ja Sommer oder Frühling zumindest. So, alles klar. Und genauso ein bisschen braunen Zucker. Das können wir natürlich von beiden Seiten machen. Ich mache es nur von einer Seite. Wir wollen es ja nicht zu intensiv haben. Sehe ich auch gar nicht, ob es na, passt. Dann einmal in die Tüte. Auf feucht vakuumieren. So, wie immer, so sieht das Ganze vakuumiert aus. Ne? Darauf achten, feucht vakuumieren. Und ich habe es hier oben auch noch mal doppelt zugeschweißt, dass nichts rausgeht. So, das Ganze geht jetzt bei, was hatte ich eingestellt, 75 Grad für eine Stunde baden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es war, ist leider nicht mehr zu tun. Von daher schauen wir uns gleich das Ergebnis an. So, Freunde, die Zeit ist um. Ich hole mal die Ananas raus. Und hier sieht man jetzt schön, wie viel Flüssigkeit hier rausgekommen ist. Was aber nicht schlimm ist, denn das intensiviert ja den Geschmack. Das heißt, einmal auspacken. Ich nehme euch mal gerade mit. Ich mache jetzt einfach mal hier an der Seite auf. Und hole die vorsichtig heraus. Also das Aroma ist schon mal sehr geil. Und die sind schweineheiß. So, wie ihr seht, es dampft ordentlich. Und wir wären nicht bei der Chris Foss Food Show, wenn wir nicht jetzt nochmal ein bisschen Feuer ins Spiel bringen würden. Und zwar werde ich jetzt hier mal zwei etwas noch karamellisieren, dass wir einfach sehen können, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, es zu karamellisieren. So, das reicht auch. Na, es qualmt herrlich. Jetzt richten wir das Ganze noch mal ein bisschen schöner an. Wie beim Fleisch im Prinzip, einmal schön hier runterschneiden. Ihr seht, es ist super saftig. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die angerösteten. Und hier machen wir mal die nicht angeröstete Version. Und ich würde sagen, ihr wisst, was jetzt kommt. Das Härteste an der ganzen Geschichte, nämlich das Probieren. Und ich würde sagen, los geht's. Und ich würde sagen, los geht's. Ich fange an mit dem unkaramellisierten oder abgeflammten Aroma, wie so gegrillte Ananas im Prinzip. Wow. Super saftig. Von dem Salz merkt man gar nichts. Es hat, wie man sich gedacht hat oder erhofft, die Säure rausgezogen. Man hat einen ganz kleinen, feinen,
Geschmack vom braunen Zucker und vom Zimt. Ja. So, dann einmal die geröstete Variante hier. Muss ich schon mal gerade alles probieren. Ich muss sagen, die Röstaromen tun dem Ganzen noch sehr, sehr gut. Saftigkeit vielleicht 3-4% verloren. Aber mein Gott, ist ja mehr als genug da. Fazit, macht's einfach nach. Weil schmeckt super geil, ist super easy, man kann es parallel zum normalen Essen machen. Es ist mal was Besonderes. Ihr könnt es im Winter super machen, im Sommer. Man könnte jetzt mal gucken, ob ihr es nochmal einspeist und im Gefrierfach nochmal so eine halbe Stunde dem Ganzen gibt, dass es sich schön abkühlt und dann erfrischend ist. Probiert es aus, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bleibt dabei, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.